Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Novus zusammen mit dem Debitor. Guten Tag, ich lenke mal in mein Pad. Ein Pad? Ja, mein Wireless-Pad. War nicht gelinkt. Oh nein, ach stimmt, weil das alles neu war, ne? Alles ja. Neu. Wir haben in der letzten Folge das ME-System umgebaut hier, damit wir das mal ein bisschen cooler haben. Und habt ihr gerade bei mir gesehen? Genau. Wer die letzte Folge nicht gesehen hat, guck mal jetzt beim Peter, da seht ihr, was wir in der letzten Folge gemacht haben. Krass. Und, meine, wir hatten eh dieselbe, ne? Genau. Aber heute. Wir müssen nur dran denken, gleichzeitig rauszuhauen, die Folgen. Sonst denken die, boah, hab ich schon gesehen. Oh, wird aufgeschrieben. Nein. Okay. Warte. Peter, hau mal raus, was machen wir heute. Heute machen wir quasi, da der Mars hier, oder immer, immer ein anderer Planet, der Mond, die Mars. Da der Mond hier abhängig, unabhängig sein soll, brauchen wir auch Essen. Und deswegen machen wir heute so ein paar Felder. Ja. Weil wenn die Erde explodiert, muss das doch funktionieren hier. Ja, aber die Typen, die Erde explodieren, sind noch gar nicht mehr da. Ah ja, stimmt. Vielleicht macht es ja dann ein anderer. Oh, hoffentlich nicht. Kann ja sein. So, und wir sind jetzt gerade in der Außenanlage. Hier ist ja so eine Doppelschleuse. Das macht man quasi immer bei Außenanlagen. Sonst würde der komplette Raum da drin immer anzielt sein. Das wäre total blöd. Boah, dann wird dein Kopf explodieren, Digga. Oh yeah. Hier ist rein, Helm ab, Kopf weg. Das habe ich bei manchen Streamern, wenn ich denen zuhöre, denke ich auch immer, ist gerade dekomprimiert. Da ist keine Luft im Raum. Fühlt sich echt so an. Na, guck mal, ein Baby-Zombie. Was macht der denn hier? Cool. Kannst du mal mit deiner Shotgun zerschießen? Bam. Oh, danke. Baby-Zombie schießen. Aber warte mal, so ist richtig, ne? Oder, was ich hier mache? Und dann machen wir, warte mal, du bist da? Ich glaube schon. Zwei, drei. Dann kommt hier der Weg hin, ne? Und zwei, drei. Jo. Mit dem Rand natürlich noch. Genau, dann haben wir so einen Zweierrand. Yeah, Mann. Ich würde sagen, wir machen jetzt ein Modul wahrscheinlich fertig oder nahezu fertig. Das wären übrigens, ich weiß gar nicht, haben wir das gesagt? Das wären Essensmodule. Nee, hat man noch nicht gesagt. Okay, also hier werden Lebensmittel angebaut, wie Karotten, Kartoffeln, was noch? Solche Dinge halt, weil es gibt ja hier diese Fans. Solche Dinge halt, genau. Ja, wir wollen uns halt von wirklich von Dosenfutter ernähren, wie man das auf dem Mond so macht. Galacticraft halt. Genau, und da gibt's eben Apfel, Karotte, Melone und Potato. Oh yeah. Ich glaube, Apfel lassen wir weg, oder? Echt? Ja. Ach, stimmt, wie in den Apfelbäumen, ne? Ja. Scheiß auf Obst. Braucht man eh nicht. Will eh keiner essen. Und wenn ein Baby Probleme mit dem Magen hat, gib dem kein Obst. Ich schwöre, das ist nicht gut. Oh, das war zu viel. Yeah. Ohne Witz, ey, du gibst denn so Obst, dann guckt er dich so an, furzt einmal fett und das läuft aus jeder Ritze der Windel raus. Das ist nicht so cool. Und nicht nur einmal, ne? Immer. So, also bald wird keiner deiner Zuschauer mehr Kinder haben, wenn du so weiterredest. Echt? Ich dann also, boah, also was der erzählt, ich habe keinen Bock mehr auf Kinder. Boah, keinen Bock, ey, wenn der scheißt. Nein. Und später will der noch Geld haben, ey, Taschengeld, ich schwöre. Oh. Warte mal, ist das falsch? Das sieht so falsch aus. Nee, ist aber richtig. Nee. Nicht? Nee, die Hütten sind immer an der Straße, an dem Weg. Wirklich? Ja. Okay. Also muss man die Felder im Grunde spiegeln. Ja, okay, das wusste ich. Also wir haben jetzt keine Vorlage oder so, aber wir hatten so eine Idee im Kopf. Und in dieser Idee im Kopf ist das halt so. In dieser Idee im Kopf? Oh nein, nein. Übrigens, diese Idee, die ich so im Kopf habe, die hatte ich auch bei Rise, bei den Modulen für die Kühe und sowas. Kannst du dich noch dran erinnern? Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Aber die waren aber echt geil, ne? Die waren geil. Einfach immer nur wiederholen. Ja, die waren geil, auf jeden Fall. War richtig geil. Okay. Achso, stimmt, das muss ja unter. Warte, habe ich gar nicht dran gedacht. Die Felder kommen übrigens in den Boden. Die werden so eingelassen in den Boden. Genau, aber ich würde sagen, drei tief unter. Und wir müssen eh dann die Wände noch machen. Bei der drei tief? Ja, oder? Ist gut, oder? Also insgesamt drei haben wir noch? Ja, okay, also vier, gut. Anne, kommt ja eine Decke. Ah, also drei, okay. Was, Mann? Aber denk dran, einen über den Rand zu bauen, da ja da ein Rand hinkommt. Und wir brauchen unbedingt mal Lackiermaschinen hier oben auf dem Mond, ne?
Ja, wenn ich das Mega-Auto-Crafting aufbaue, dann könntest du alle Blöcke irgendwann bestellen. Wird zwar riesig Ja, dann sind wir groß. aber fertig mit dem Bauen. Wie soll man das denn? Ja, okay, dann mache ich das so irgendwann. Dann gibt es so einen 50-Stunden-Stream. Bist dabei? Ja, im Dezember. Ich habe noch nicht gesagt, welchen Dezember. Das wäre das Joker-Karte. Das ist am besten. So, warte mal, ich habe eine Idee. Brauche ich Technical Blocks. So. Technical Blocks. Boah, ich glaube, das wird aber echt krass, was ich hier baue. Aber oben muss eigentlich auch noch ein Rand hin, oder? Ich glaube schon. Natürlich. Okay, Ich habe dann den muss jetzt da auch erstmal nur noch weg. weggemacht, damit ich dran denke. Also, ran zu machen. Okay. Damit ich dran denke, einen Rand zu machen. Warte, du hast Auswächst, ne? Dann sieht das nicht super scheiße aus. Ich habe auch Specs. Also, wenn der Spark mal unsere Mondbasis betritt, muss ich mir unbedingt die Folge mal angucken. So, hä? Was habt ihr denn da gebaut? Denke ich mir so, hä? Warum sieht das so scheiße aus bei dem? Nee, der denkt sich Weil. dann, warum sieht das so scheiße aus bei euch? Ja, genau, so rum. Weil zur Erinnerung, Spark spielt eigentlich nie mit einem Texturpackage. Der hat immer Default und da sieht es natürlich alles ein bisschen anders aus. Boah, ich habe da immer nur ganz viele Kommentare. Mit Hashtag Augenkrebs. Ach so. Oh. Boah, das wird so geil. Also, ich glaube, die werden echt cool, die Felder. Ich glaube auch. Ich hole schon mal Erde, ne? Erde ist gut. Genau. Und Dirt. Technik. Aber was sagst du hier zu den Wänden? Den Wänden? Oh, ich habe sogar gesehen, welche. Ja, doch, gefällt mir. Und hier in der Mitte kommt halt so ein Akzent hin mit einer Belüftung oder so. So ein Akzent. Der Akzent. Warte. Muss die Erde noch einen tiefer oder kommt die Erde praktisch wirklich hier Nee, drauf? die Erde muss ein tiefer. Okay, also muss der Raum noch einen tiefer. Okay. Right. Okay. Wollte ich mal gesagt haben. Wir haben gleich keine Technical Blocks mehr. Boah, apropos, wir haben keinen. Wie viel Luft hast du noch, Peter? Ah, halb. Okay. Also Viertel. Also Also leer. nichts. Oh, oh. So, da. So. So. Also wir brauchen unbedingt noch. Ja, okay. Ich wiederhole mich. Verdammt, was bauen Lackiermaschinen. wir? Damit man da mal Licht dran machen kann. Obwohl ich kann natürlich auch schon mal ein paar Enlighted Clear Glass setzen. Für jeden einen. Oh Und hab dann Gott. wieder. Ja, danke. Aua! Also bei mir musst du keins setzen, ne? Ich habe ja Night Vision. Ah ja, Night Vision. Aber ich fand Night Vision irgendwie immer manchmal schade. Ja, bei mir hat das nur voll viel mit den FPS gebracht. Really? Wegen. Hier war der nicht mehr so Oh, viel wegen Licht berechnet. Lichtberechnung. Holy Scheiße. Wie man. Was hast du für Helm? Für Helm, den Dark Steel Helm. Geht der nicht kaputt, wenn ich dir auf den Kopf klopfe? Nee. Voll dumm. Nicht hier auf den Kopf klopft. Nein, ich. Oh, Akzent. Was ist da unten wieder Blöcke reingemacht? Krass. Ja, damit der Mann, das ist ja. Das wird Ja. jetzt wird sie abgenommen von der Bauindustrie, weil. Aber Warum meinst du bei braucht man der die Erde Felder unten denn jetzt so jetzt? weit weg von meinem E-System, ey? Das ist doch ein Wireless-Terminal. Ja, weiß ich, aber kann ich craften. Oh, boah, das ist so behindert, dass es das hier nicht gibt, ne? Und im anderen Projekt ist das so teuer. Oh nein. Ach so, in dem Projekt. Alles klar. Warum gibt es das Bam, nicht direkt von bam. der Applied Energistics? Das Bam. verstehe ich nicht. Bam. Bam. Bam, 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 bam. Bam. Kabuff. Richtig Dummkopf so. Hast du jetzt schon Technical Blocks? Underpipe. Large Pipe. Was ist das denn? Warte. Der Ja, das kann. sind Technik. Also ich habe Technical Blocks. Ich hab Technical Blocks. Boah, ich glaube, das sieht auch sehr schön aus, wenn wir damit durch sind. Ja. Und davon sollten so sechs hin, oder? Ja, eigentlich schon, oder? Also drei auf die und drei nochmal auf die andere Seite hier Ja, drüben. würde ich sagen. Also wenn ihr auch mehr wollt, dann zeigt uns das mit einem Daumen hoch. Würde mich sehr freuen. Okay, ich sollte aufhören. Oh. Warte, Warte wo mal, machen wir das jetzt falsch. hin? Richtig. Richtig. Aber was mich gewundert hat, war, ich habe ja 3 Tage mal nichts hochgeladen und dann dachte YouTube so, hohoho, den ranken wir jetzt runter, weil da nichts mehr macht. Fand ich irgendwie doof. Ich auch. Jetzt guckt keiner mehr meine Sachen. Kann passieren. Also, warte. Also müsst ihr euren Freunden sagen, Debito macht wieder Videos. Guck mal wieder bei denen. Der kann ja sein. Also,
Obwohl, ne, eigentlich nicht. Obwohl die meisten. Ach, keine Ahnung. Weiß nicht. Oh, ich glaube, ich habe eine traurige Nachricht für dich. Nein, was denn? Das ist ja einfach nix. 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 1, 2, 3, 4. 4 mehr. Also ich hätte am liebsten, wenn man noch einen... Meinst du, das geht? Nee. Meinst du, das sieht aus? Nee. Ach Mann. Guck, wenn wir das so machen? Nee. Ich glaube nicht, dass das gut aussieht, Feder. Warte, ich muss eben gucken, ob das geht. Als ob man da immer das Vorherige braucht. Oh Gott. Autocrafting aktiv. Ist das dumm? Bitte. Das ist genau dieses... Oh, vielleicht ja doch. Oh, die Mod ist zu OP. Wir machen einfach Mikrocrafting. Genau. Haben wir das nicht auch bei Feed the Beast? Ja, das machen viele so. Gab immer so einen richtig langen Reddit-Post über Mod-Balancing. Ja. Da meinte der auch eben, viele Mod-Entwickler balancieren ihre Mods, indem sie die Rezepte einfach nicht schwerer machen, sondern indem sie das so bauen, dass man für ein Rezept 50 verschiedene andere Rezepte braucht. Ja, und das ist ja super kacke, ehrlich gesagt. Ja. Deswegen finde ich solche Projekte auch doof, weil manche wollen ja auch diese Hardcore-Projekte immer oder manche sehen, wollen, tun. Aber dann bist du halt nur im Crafting-Menü. True. Ich meine, es war schön für OBS, wenn du aufnimmst, weil dann hast du ziemlich kleine Dateien, aber ist bei der Leitung auch eigentlich egal. Oh, wo? Warum? Warum? Was hast du denn für eine Leitung, Alter? Funktioniert! Hey. Nice. Alles gut bei dir? Ja, kann das Haus jetzt hier... Guck mal, Peter. Ich habe mir so gedacht, ein Harvest für das ganze Feld, ne? Das wäre der hier. Also der wäre dann unterirdisch praktisch. Ja, einem fetten Upgrade drin. Ja, genau. Guck, hier ist der Hammer. Nimm mal. Dann siehst du, wie viel der abbaut gerade. Aber nicht, dass er die Bäume abbaut. Aber Problem ist ja... Ja, genau. Jetzt sehe ich 3x3. Warum 3x3? Vielleicht 3x3 sehe. Warte, ich mache mal Upgrade rein und jetzt sehe ich mehr. Hast du das rausgenommen? Nee, musst du raus und wieder reinmachen, damit ich das sehe. Ach so, okay. Ja, das ist geil. Okay. Ja, aber das geht nicht, weil das Ding ja gespiegelt ist. Also brauchen wir irgendwie 2 Harvester pro Feld. Ist mir gerade aufgefallen. Ja. Aber pass mal auf, die könnte man ja hier hinsetzen. So, hier, so, wenn so. Das habe ich mir auch überlegt, aber dann habe ich mir gedacht, das wäre vielleicht besser, wenn sie unter den Häusern wären. Oh, ja, natürlich. Dass man so runtergehen kann, ne? Ja, aber da muss man 2 Harvester machen. Ja, weiß ich. Wir können, ja, okay. Alles klar. Also doch lieber unter dem Weg. Nee. Muss dann so, hä, warte. Muss man nicht sowieso 2 Harvester machen? Ja, nee. Wenn man unter dem Weg macht, dann nicht. Ach so. Ja, pass auf, wir könnten den noch hier in der Mitte unter dem Weg machen, irgendwo hier so. Und die Häuser untereinander verbinden. Du meinst, dass einer 2 Felder abbaut? Wie geht das? Vielleicht. Maybe. Wäre natürlich schon cool. Boah, ich baue jetzt hier gerade so eine Scheiße, ne? Ja, das ist nichts Neues. Warte mal, ich wollte mal einmal ganz kurz gucken, ob ich das irgendwie hinbekomme. Also ich wollte zumindest irgendwo Felder gleich haben. Ach nee, du hast das Ding noch nicht. Ah, okay. Hui. Alles richtig. Los? Nee, aber wolltest du den Hammer haben? Nee. Du hast, okay, danke. Wolltest du den Hammer haben? Nee, hier hast du. Oh, nice. Okay, da braucht man mehr. Und zwar 4 mehr. Sind 11, ne? 7, 11, okay. Tschunk. Alter. Junger? Upgrade. Okay. Wir machen das anders. Es war eine nette Idee gewesen, so wie ich das vorhatte, aber ich sag jetzt mal so gediegen, fick dich! Was ich nochmal gesagt habe, ich mach das mal hier vor. Push am Bau, die Wand ist halt ein bisschen stabiler jetzt geworden. Oh, bekomme, glaube ich, gleich keine Luft. Oh! Mach das mal alles zu. Apropos keine Luft. Das ist voll krass, ne? Man braucht doch mehr Luft, wenn man... Oh! Wenn man sich bewegt, wer hätte das gedacht? Ja. Du warst immer Fußballspiel, oder? Hast du da auch mehr Luft gebraucht als sonst? Nee, eigentlich nicht. Verdummt doch schon. Nur häufiger, ne? Genau. Ich musste nur öfter atmen. Aber ich habe nicht mehr Luft verbraucht. Aber ansonsten war okay. Okay, warte, macht der jetzt wieder was? Ja, die Anlage war aus, deswegen wurden die Tanks nicht nachgefüllt. Oh, alles klar. Heute gefällt mir noch nicht.
Jetzt haben wir ein Emerald-Upgrade drin. Und ist immer noch zu klein. Peter, das Feld ist allen zu groß. Really? Ja. Und was ist, wenn wir das Feld ein mehr zum Rand hinbauen? Also nach da. Oh, ich muss mal unbedingt meinen Luft. Ja, dann haben wir halt direkt das Feld am Weg. Nee, das müssen wir schon so lassen. Dann müssen wir uns was anderes einfallen lassen, Peter. Aua. Irgendwie läuft deine Luftanlage nicht, kann das sein? Hab ich doch gerade gesagt. Hör mal, hörst du mir überhaupt zu? Nein. Homo. Das ist wie, wenn ich mit Kev und Spark spiele. Die hören mir auch nicht zu. Nein, ich hatte kein Testwerk dran, weil wir das im E-System umgebaut haben. Aber jetzt läuft sie gerade wieder. Kommt gleich eine neue Kanister rein. So. Diese scheiß Skelette hier, weißt du? Ja, dann machen wir vielleicht doch zwei Harvester. Tschüss. Warte mal. Aber halt unter den Weg. Hat das Ding eine Mitte? Weil das war 13, ne? Hat 13 eine Mitte? Peter hat 13 eine Mitte. 6? Ja, eigentlich 7. Nee, 6. Der 6, 7. Block 1, ist die Mitte 6. von 13. Ja, das stimmt. Boah, das hast du cool gesagt. Und cool, oder? Dann von hier nach hier. Ist der 7. Das heißt, das ist die Mitte von 13. Kindern. Aber ich bin so pingelig. Warte mal, ich mach das mal anders. Das wäre ja hier, ne? Warte, da. Das heißt, wir brauchen ja eh noch einen Zieler drin, fällt mir gerade mal ein. Ne? In den Dingern unten? Mhm. Braucht man da einen Zieler? Achso, ja klar. Da gehe ich von aus. Geht warte mal, rein? Bevor ich da unten die Design-Scheiße mache, mach ich jetzt erstmal hier den Rand. Mhm. Ja. So. Boah, das ist doch cool, oder? Ja. Ja. Ja, das ist geil. Das ist so geil. Jetzt wird's interesting. Boah, warte, das kann ich auch machen, dann bin ich nicht so verwirrt. Das sind Laboratory Blocks einfach nur, ne? Ja, genau. Also ich dachte mir, dass das so als Kante ganz gut aussieht. Ich geb dir gleich Kante. Ich bin keine Kante. Ich war immer Läufer. Und? Jawoll. Ey, was guckst du meine Freundin an? Hab ich nicht angeguckt. Wie, Freundin, nicht hübsch genug oder was? Auf Fresse kriegst du immer. Lehrstunde mit Debitor. Genau. Rausreden kannst du nicht. Auf Fresse gewinnt immer. Oh Mist, das sind die Falschen. Alter, wie konnte mir sowas passieren? M-Hand Wall brauche ich. Da ist er doch. M-Hand Wall? M-Hand. Was hab ich denn genommen? Achso. Lach. Boah, das war viel zu groß, ist das Ding, ne? Also da können wir gar nicht passen. Der geht das sogar bis hier hin. Okay, warte, 3. 1, 2, 1. Alter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und 1, 2. Soll ich einfach die ganzen Blöcke genommen und wieder umgewandelt in die falschen. Voll gut. Top. 6. Ich brauche ein 6er Upgrade, Peter. Können wir das machen? Hoffe ich. Ich hoffe, das stimmt. Bestimmt. Oh, hoffentlich stimmt das. Ah, jetzt bin ich. Upgrade. Ja, wo hat er denn herangesetzt? Ich? Sein Feld ist größer als meins? Ja, ach nee, gar nicht, weil dir fehlt der Rand noch. Nein, der Rand ist drauf. Nee, aber unten der Rand. Achso, innen, ja. 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 4, 5 und 6. Alter, wir müssen für die nächste Folge so viele Sachen mitcraften, ne? Mitcraften. Mit oder vorcraften? Vorcraften. Umcraften. Und einen Planter brauchen wir auch noch irgendwo, ne? Obwohl, den könnte man ja auch irgendwo in der Mitte setzen. Jetzt müssen wir nur gucken, wie weit das Feld hier geht. Naja, nur... Boah, mein Gott, ist das weit. Sogar noch bis hierhin. Oh. Aber da ist ja noch mein Weg, ne? Okay, macht also nichts aus. Passt. Ja, alles gut. Okay, 6 Upgrade gut. Macht das Feld gut. Okay, warte mal, ich wollte noch ein bisschen Thymian haben. Geil. Bei Thyrian. Thymian ist ja was anderes. Mein Gott, okay. Ob Peter denn Thyrian Thymian bekommen wird oder nicht, das mehr erfahrt ihr in der nächsten Folge. Das war's heute von Novus. Wenn es euch gefallen hat, lasst super gerne hören. Ne? Ihr findet oben wieder Infokarten. Oh, warte. Oh, muss auch drücken? Ja, jetzt geht's. Krass. Okay. Einmal mein Kanal, einmal Peters Kanal, einmal die Novus Playlist und einmal ein Random-Video vorgeschlagen für euch. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.